Sinn ergeben, ne? Was ich jetzt machen möchte, ist erstmal nach unten zu dieser Karre gehen und gucken, was die uns halt wieder so bietet. Ich meine, da gibt es ja immer ein paar coole Sachen und wir wissen ja bereits, was wir da kaufen, und zwar diese Couch. Kaufen wir uns eine davon und die stellen wir dann zu Hause auf. Dann sieht das Haus schon wieder ein bisschen voller aus. Muss ja noch nicht mega krass heftig aussehen, aber ein bisschen voller wäre schon geil. Und dann können wir auch wieder ein bisschen Geschenke abliefern. Das heißt, da hätten wir drei Möglichkeiten. Wir können einerseits Kokosnuss geben für Chess. Wir können andererseits, was hatten wir nochmal für Penny jeweils? Aber kurz, das muss ich natürlich auch nochmal an. Ups, nee, weg hier. Natürlich die Spitzhacke ausbauen. Wir können eben, wie gesagt, die Kokosnuss vorbeibringen. Für Penny hatten wir Sandfish, genau, den Sandfish vorbeibringen. Und für Abigail haben wir noch Amethyst. Dann sollten wir bei ihr allmählich wirklich auf den 10 Herzen oben sein. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das funktionieren wird. Und was wollte ich jetzt nochmal? Ah, stimmt, zu dieser Karre gehen, ne? Dann werde ich direkt nachher zu Clint vorbeischauen. Oh, war kurz, Chess ist direkt hier. Oh, shit. Wäre natürlich schlau, wenn ich die Kokosnuss und das Zeug alles bereits dabei hätte. Wenn die schon da steht, dann hole ich das einfach schnell. Ich meine, so lange dauert das nicht und kann ich das auch direkt machen. Ich meine, bei Chess ist momentan am wichtigsten. Penny habe ich bereits auf 4 Herzen, glaube ich, oder sogar 5. Was habe ich? 4 Herzen, genau. Aber bald auf 5. Von daher, bei ihr wird es jetzt nicht mehr allzu lange dauern, weil je höher ich mit den Herzen bin, desto schneller wird es gehen. Das ist ganz klar. So, Lea, was läuft eigentlich bei dir so? Don't overwork yourself, dear. Make sure to take a break every now and then or get something to eat. Klar. Ich bin ja nicht so. Gott sei Dank weiß die nicht, dass ich sie betrüge. Hohoho. Nee, mache ich natürlich nicht. Also, so bin ich ja nicht. Ich wickel nur ein paar Girls um den Finger. Das muss man einfach auch mal so machen, so Freizeitbeschäftigung. Ja, wickel gerne Girls um den Finger, weil es gerade geht, so 12-jährige Mädchen. Ah, Mann, das kommt alles in meinen Lebenslauf rein. Glaub mir das bitte, Leute. Das kommt alles da rein. So, oh, Clint hat auch nicht mehr lang offen. Da muss ich mich jetzt echt ranhalten. Also jetzt wirklich Vollgas. Schnell bei diesem Wagen vorbei. Schnell Chess das Geschenk geben. Hoffentlich komme ich bei Chess dann direkt auf 4 Herzen. Das würde nämlich das nächste Event aktivieren. Und zwar wirklich direkt. Ja, ich weiß nicht, ob das hier ist. Ich glaube, da muss ich nach Hause gehen und aufwachen. Am Morgen einfach. So, lalala. 1, 2, 3. Oh no, I messed up again. 1, 2, 3. Oh no, I messed up again. Lalala, das kennen wir alles. I love present, thank you. 1, 2, 3. Oh no, I messed up. Lalala. Das kennen wir. Wir sind auf 4 Herzen, perfekt. Ich weiß nicht, wo das nächste Event sein wird. Ich will es auch gar nicht wissen, indem ich irgendwo nachgucke, sondern das mache ich mir so auf, ja, risk, no fun, ne? Okay. Was ein bisschen cool wäre, noch ein paar Sachen für die Wand, also so Poster oder sowas, das wäre ganz cool. Haben wir leider noch nicht, da muss ich halt jetzt einfach jeden Tag bei Robin vorbeigucken. Ich glaube, mittwochs ist sie nicht da. War es mittwochs oder Montag? Irgendwie so. Ein Tag war die nicht da. Ach, ich glaube, es war Montag sogar, wo die nicht da war und nicht gearbeitet hat. Das heißt, morgen kann ich nicht vorbeigucken. Was zwar einerseits sad ist, aber damit kann ich mich ja abfinden und arrangieren. So. Was anderes, was ebenfalls cool wäre, immer wieder ein paar Sachen zu kollektieren fürs Museum, damit wir früher oder später halt diese Kanalisation aktivieren und da auch reingehen können. Das wäre ganz cool. Das wäre auch etwas des Nächsten, das ich noch machen muss. So, hi Clint. Upgrade Tools. So. Lalala, machen wir Steel Pickaxe. 5000 kostet das. Ich könnte auch Gold Axe machen. Also Steel Water Can brauche ich auf jeden Fall nicht. Aber Gold Axe könnte ich noch zusätzlich machen direkt. Wobei ich weiß nicht, ob ich das brauche. Das ist halt die andere Frage. Brauche ich das überhaupt? Es kostet halt 10.000. Ich meine, es ist... Was bringt mir das? Das bringt mir zusätzlich einfach nur Geschwindigkeit, ne? Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht. Dann investiere ich das Geld und auch das Gold in anderes Zeug lieber. Macht mehr Sinn, glaube ich. So, wen wir jetzt noch brauchen, ist Penny und Abigail. Die beiden können wir ein bisschen länger antreffen. Wir sind jetzt Gott sei Dank nicht mehr so stark unter Zeitdruck. Gut, kollektieren können wir hier ja eh nichts, nehme ich mal an. Ja, wir können ja mal gucken. Ja, genau. Pisser.
Weißt du, dann kollektiert man so viele Sachen hier drin, nachher ist er immer noch so unfreundlich zu einem und sagt so, nee, du musst gar nicht erst versuchen, hier vorbeizugucken. Aber ich kann ja ihm sonst mal irgendwie Geschenke machen, also nicht unbedingt arbeitstechnisch ihm begegnen, sondern einfach Geschenke machen. Das geht, glaube ich, gar nicht, ne? Kann man ihm keine Geschenke machen? Ist mir traurig irgendwie. Hier, will es dir schenken. It doesn't seem like you have anything to donate to the museum. Better get out there and do some treasure hunting, huh? Ja, ja. Ist er überhaupt auf der Liste hier, fragt sich die alte Socke Greedy. So, nee, das scheint wirklich nicht ihr zu sein. Ach, dann ist auch klar, warum man nicht mit ihm reden kann, ne? Ich müsste einfach freundschaftstechnisch ein bisschen vorwärts machen, das wäre cool. Natürlich, wenn ich dann dieses Clipboard fertig gemacht hätte oder habe, dann komme ich auf jeden Fall bei vielen Leuten deutlich vorwärts. Das ist einfach so. Das ist da so arrangiert. Glistering, Glistering, Glistering. Ich weiß nicht, bleibt das eigentlich ewig oder? Yeah, so. Oh, nice. Alter, das ist ja mega cool. Ist ja voll nice gemacht, Alter. Nice. Müsste ich vielleicht nach mehr suchen von diesen Dingern. Ich sollte generell mit sowas, solchen kleinen Specials, sollte ich ein bisschen mehr arbeiten. Auch beispielsweise jetzt, es gibt ja noch diese Möglichkeit, dass diese Würmer im Boden drin sind. Da zum Beispiel auch. Ja, hier im Meer hat es jetzt, glaube ich, nichts. Weiß nicht, ob hier überhaupt was sein kann, die in die Richtung. Oder ob das nur für die Seen und Flüsse gilt. Habe ich eigentlich schon die Marke des Energy Drinks gesagt? Wenn nicht, dann fragt einfach in den Kommentaren. Ich will es jetzt nicht noch ein zweites Mal sagen, sonst klingt es dann wirklich schon fast wie ein Product Placement. Wie gesagt, fragt in den Kommentaren, wenn es euch interessiert, dann kann ich es euch sagen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ansonsten wisst ihr es ja bereits, hoffentlich. Und diejenigen, die jetzt eh nicht wissen, von was ich gerade laber. Die haben halt einfach die letzte oder die vorletzte Folge sogar nicht gesehen. Für die wird es auch gar nicht von Wichtigkeit sein. So. Hey there. Hey, here's another good week. Toast. I've been trying to keep our place clean, but it always gets messy again. Das ist natürlich traurig. Erstmal, dir schenke ich einen Apfel. This is a super gift, thank you. Es ist also ein super Gift bei ihr. Okay, interessant. Habe ich jetzt einfach mal random probiert. Thank you, I really love this. Ja, das ist mir bewusst. Ich weiß nicht woher, aber ich habe jetzt bei ihr 5 Herzen. Und bei, wie ist die andere nochmal? Maru, genau. Bei der habe ich doch keines. Blöde Kuh. Ja, ja. Wer fehlt denn eigentlich noch? Emily. Genau, Emily gibt's ja auch noch. Und die mag ja auch Amethyst, ne? Aber ich gebe das Abigail, ganz klar. Maru juckt jetzt gerade echt nicht. Ich versuche erstmal bei Abigail auf 10 Herzen zu kommen. Emily kann ich ja später noch versuchen. Halb hier ist deine Tochter zu Hause. Was willst du von meiner Tochter? Wir wollen nur ein bisschen spielen miteinander. Miteinander. Ganz intensiv. Nicht Spaß. So. If I didn't have this shop to run, I would be outside right now. Mal kurz, vielleicht mag der einen Apfel. That's a very kind of you. I like this. Yeah. The leaves look great and the mushrooms are sprouting. Ich kann dir auch einen Pilz schenken, wenn du möchtest. So. Sieht's bei ihm aus. Pierre habe ich auf einem Herzen. Ich glaube, den hatte ich vorhin schon auf einem Herz. Ist fast traurig. Ich meine, ich interagiere mit ihm ja quasi jeden Tag. Entweder kaufe ich oder verkaufe ich etwas. Und von daher ist es eigentlich schon fast ziemlich traurig. Also es ist eigentlich generell ziemlich sad, dass dieser Dude, naja, wie soll ich sagen, absolut keinen Plan hat, was ich für eine Person überhaupt bin und umgekehrt eigentlich genau gleich. Es ist aber sowieso nicht eine dieser interessanten Personen, wo es Events gibt, von daher ist mir das auch ziemlich wurscht. So.
Abigail, ich suche jetzt noch Abigail, um ihr das Geschenk noch zu überreichen. Das Geschenk meiner Liebe. Kann ich ja noch ein Geschenk geben, beziehungsweise eigentlich noch zwei, aber ich will ja eigentlich auf 10 Herzen kommen. Das wird wahrscheinlich sogar nach diesem Geschenk, oder nach diesem einen Geschenk passiert sein. Vielleicht noch nicht. Wenn ich ganz viel Pech habe, brauche ich noch ein zweites Geschenk. Dann soll es aber wirklich dann irgendwann mal reichen. Vielleicht auch dann noch nicht. Ist natürlich immer möglich, aber naja. Ich hoffe es jetzt mal. Abigail ist ja sowieso eine mega komische Braut. Ich meine, wir wissen ja noch, als sie meine Freundin wurde, da hat sie sich einfach verpisst. Die ist einfach zocken gegangen. Ist jetzt nicht unbedingt eine Charaktereigenschaft, die ich als negativ auffasse. Ganz im Gegenteil, Gaming ist immer geil. Aber irgendwo ist dann einfach auch Schluss, ne? Also, das war echt mega komisch. So, und du kommst hier nicht durch. Mein Pferd platziert hier den Weg. It's hard to have fun Sunday. I keep thinking about having a good have to go to work tomorrow. Mal gucken, wie es ist, wenn wir beide den Weg blockieren. Ach, der kann durchs Pferd durchlaufen, Pisser. Meine Fresse, ich glaub's ja nicht. Die können also durch mein Pferd durchlaufen. Aha. Alter, was hab ich für ein geiles Pferd? Ich glaub's ja nicht. Ich hab ja über das coole Pferd. Das ist so ein Geisterpferd wahrscheinlich so. Das mag wahrscheinlich Abigail besonders. Ja, Abigail ist effektiv nirgendwo zu sehen. Ist blöd. In ein paar Minuten macht Pierre's Store zu. Ich hoffe mal, dass sie da noch vorbeiguckt währenddessen. Sonst campe ich einfach da vor Pierre's Store und dann mal gucken, ob sie über Nacht überhaupt nach Hause geht. Sonst muss ich dann Schluss mit ihr machen. Dann muss ich dann echt einiges hinterfragen an diesem Spiel. Wenn Abigail nicht mal nach Hause geht über Nacht, dann ist das, ja, dann muss ich wirklich Schluss machen. Also, das wäre nicht so geil. Naja, so. Pierre's Store, ich weiß nicht, hat er überhaupt noch offen? Ist die andere Frage. Ich hoffe jetzt mal für Abigail, dass die nicht zu spät kommt. Sonst gibt es da nichts zu essen. Weil die hat ja sowieso ein bisschen Probleme mit ihrem Vater. Das hat man ja im letzten Event sehr gut gemerkt. La 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 la. Wahrscheinlich passiert jetzt Folgendes. Jetzt ist, glaube ich, das Store eigentlich zu. Und genau in dem Moment. Ja, ich habe jetzt erwartet, dass wahrscheinlich das passieren wird. Dass genau. Fick die Henne, das habe ich jetzt nicht ernsthaft vergessen. Nein, da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht. Spirits Eve. Also Geisterabend. So, Abigail, egal. Robin hat jetzt halt kein Geburtstagsgeschenk von uns gekriegt. Ist mir auch hier. Echt, ist mir Jidl. Ist mir wirklich vollkommen egal. Aber, dass Abigail noch rechtzeitig nach Hause kommt. Das ist wichtig, Leute. Ja, guck mal. Die haben schon zu und Abigail ist noch nicht zu Hause. Abigail. Die hat sich. Die ist sich bestimmt wie am. Ja. Die besauft sich wahrscheinlich. 100 Pro macht die das. Ich will übrigens noch ein bisschen dieses Spiel hier zocken. Da gibt es nämlich ein paar coole Sachen, die passieren können. Press Space. Kann man ein paar coole Sachen freischalten. Ist allerdings ein schweres Spiel. Also wirklich. Ah, das ist nicht einfach. Mann, Alter, das gibt's ja nicht. Guck mal, ich krieg das nirgendwie hin. Du musst die ganze Zeit halt quasi überleben. Das ist halt das Schwere. Okay, jetzt habe ich ein bisschen bessere Monster. Spawns halt quasi. Was schon mal ganz gut ist. Oh, jetzt wird's aber hart. Mann, das gibt's ja nicht. Boah! Ich habe das Item nicht eingesetzt. Wie kann. Ah, okay. Ah, ich verstehe das Spiel langsam. Aber es ist nicht einfach, muss man dazu sagen. Hat das Item irgendeine gewisse Abklingzeit? Wahrscheinlich schon. Vielleicht hält es auch einfach nur während des Levels und sobald ich ins nächste gehe. Ah ne, guck, jetzt ist es vorbei. Boah,
Egal, ich habe ein Leben jetzt wieder mehr. Das ist schon mal relativ gut. Ich habe aber nur einen Coin bisher. Boah, wie kann man in diesem Spiel so gut sein? Ich habe ein paar Videos gesehen, da glaubst du nicht, wie die Leute ausgerastet sind. Das ist ja mega heftig, teilweise. Kostet das eigentlich hier zu spielen? Das ist die Frage. Lol, da war ja jemand. Krass. Habe ich irgendwie nicht gecheckt. So, letztes Leben. Nicht so geil. Oh, ich habe das Item sowieso zu früh aktiviert. Egal. Wieder ein... Boah, das war so klar, Mann. Ihr habt gesehen, wie ich gezögert habe, ne? Das war deshalb. Mal kurz... Lololol, kurz fertig essen hier. Das ist echt geil. So, Restart. So, ich versuche jetzt mal taktisch zu spielen. Ich komme halt einfach nicht klar, wenn so viele auf einem... Boah, ja, gut. Start halt direkt grob, so wie sonst was. Übrigens, mit diesen Sachen kann man sich dann auch was kaufen. Zum Beispiel mehr Leben oder bessere Schüsse. Und das bleibt dann, glaube ich, permanent. Diese Items, die man sich da extra noch zusätzlich kauft. Oh. Boah, ich muss noch so lange überleben. Das ist ja nicht normal. Wie soll man das... Kann man auch schräg schießen eigentlich? Ja, man kann. Man kann schräg schießen. Okay, muss ich vielleicht mehr damit arbeiten. Ja, es ist aber nicht einfach, schräg zu schießen, muss ich dazu zugeben. Ja, komm, also das ist... Wie soll man das Spiel eigentlich hinkriegen? Ich verstehe es nicht, das ist ja mega hart. Und vor allem, das ist einfach noch das einfachste Level. Ich glaube, da muss man saulang üben, damit man das irgendwie hinkriegt. Das Coole ist, wenn man das schafft, kriegt man halt so einen Spielautomaten. Damit man halt auch quasi von zu Hause her spielen kann. Was ich persönlich ziemlich feiern würde, als Let's Player vor allem. Okay, den Coffee spare ich mir noch. Oh, vielleicht mache ich das mal in einem Livestream oder so, das Spiel. Das wäre cool. Natürlich nach dem Let's Player, also nicht während des Let's Plays. Ist ja auch... Oh.